Armutsprostitution in Stuttgart. Angelockt durch falsche Versprechungen landen viele Frauen aus Osteuropa in Deutschland auf der Straße. Im Café La Strada finden sie eine Anlaufstelle. Hier engagiert sich Barbara Hürtle seit fast 20 Jahren. Alles Geld, was die Frauen verdienen, tagsüber, wird ihnen von den Zuhältern abgenommen. Das heißt, die Frauen stehen am Abend mittellos da. Bei uns ist wirklich Armut, Hunger, Elend, Schläge. Das ist die Norm bei uns. Barbara Hürtle versorgt die Frauen mit Essen und Getränken. Sie organisiert Kleiderspenden, Kosmetik und Hygieneartikel. Eine Unterstützerin ist Marlies Franz. Ich finde es bewundernswert, dass sie sich so dafür einsetzt. Und das kann man nur immer wieder anerkennen, dass jemand guckt, eigentlich ganz außerhalb von ihrem Milieu eigentlich, dass sie diesen Damen weiterhilft. Die Frauen erhalten in der Einrichtung medizinische Hilfe, Kondome und Rechtsberatung. Barbara Hürtle hat bei jeder Frau das gleiche Ziel. Ich versuche in meiner Zeit, die ich hier bin, ihnen einfach Achtung, Anerkennung, Menschenwürde, Werte entgegenzubringen. In der Hoffnung, dass durch dieses Aufbauen des Charakters ein Ausstieg später möglich ist, der viel Mut und Kraft kostet. Birgit Hensler arbeitet seit 2 Jahren ehrenamtlich im Café La Strada und ist vom Einsatz ihrer Kollegin tief beeindruckt. Die Frau Hürtle ist immer zur Stelle und von dem her für mich eigentlich ein großes Vorbild als Ehrenamtliche hier.